Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Wie ihr schon seht, ist das Video unterstützt vom EA Creator Network, sodass ich die neue Season 4 schon selber anspielen durfte. Ich bekomme dafür wie üblich kein Geld oder sowas und kann meine Meinung komplett frei äußern. Im letzten Video hatte ich euch ja schon gezeigt, was alles mit der Season 4 reinkommen wird. Unter anderem kommt die neue Karte Flashpoint, 4 neue Waffen, die neue Spezialistin Blasco, ein neues Gadget und ein neues Fahrzeug. Wer genauer wissen will, was alles reinkommt, kann also mal nach diesem Video ins letzte reinschauen. Heute schauen wir uns jetzt an, wie sich das Ganze tatsächlich gespielt hat und was ich so von dem neuen Content halte. Das erste, was man sich natürlich mal anschauen sollte, ist die neue Karte Flashpoint. Wir haben das Ganze 2 Stunden gespielt, wovon die erste Stunde dann auf Durchbruch mit 64 Spielern war und die zweite in Conquest auch mit theoretisch 64 Spielern. Auf Durchbruch ist die Karte auf jeden Fall ein Erlebnis und ich glaube, hier sprechen Bilder mehr als 1000 Worte, denn meine Runde als Verteidiger lief ungefähr so. Man hat es ja, glaube ich, erkannt, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Karte beinahe unspielbar war, denn die hat wirklich die schlechteste Balance, die ich je auf einer Durchbruchkarte gesehen habe. In der ersten Runde habe ich als Verteidiger gespielt und wir wurden so hart überrannt, dass die ganze Runde vielleicht 5 Minuten oder sowas gedauert hat, wovon der Großteil dann im letzten Sektor war. Die anderen 3 Runden war ich dann als Angreifer drin und da sind wir durchgegangen wie ein heißes Messer durch Butter. Es war jetzt auch nicht so, dass die Teams irgendwie unbalanced waren, es gab in beiden Teams gute Spieler und die wurden natürlich auch ein bisschen gescrambled zwischen den Runden, also sowas war es nicht. Und auch vom tatsächlichen Map-Design her würde ich sagen, dass es gar nicht mal so krass unbalanced ist. Man hat eigentlich ganz gut Cover und die Sichtlinien sind ganz gut gemacht, eigentlich für beide Teams auch. Das Hauptproblem war aber, dass die Angreifer einfach 2 Panzer, einen Ram und in manchen Sektoren glaube ich sogar noch einen Transport-Heli hatten. Die Verteidiger haben nur einen Panzer und einen Ram oder einen Anti-Air und die wurden halt jedes Mal so ziemlich instant kaputt gemacht, wodurch die feindlichen Panzer dann jedes Mal aufs Objective gepusht sind und es sofort eingenommen haben. Das kann sich natürlich auf einem richtigen Server auch ein bisschen anders verhalten, aber es war halt wirklich extrem schlecht in der Test-Session. Von den Problemen abgesehen fand ich die Karte im Durchbruch aber ganz okay, wobei ich auch sagen muss, dass mir der Modus generell noch nie gut gefallen hat und dass mir auch bei der Karte Conquest deutlich lieber ist. Das Conquest-Layout ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eins der besten, das sie bis jetzt gemacht haben und ist deutlich näher dran am Map-Design von vorherigen Battlefield-Teilen. Die Map ist auch wieder eine lineare Map, genau wie Spearhead auch, was ich persönlich nicht so mag, aber vom generellen Map-Design her ist sie trotzdem deutlich besser als vorherige. Die größte Sache, die man merkt, ist, dass sie einfach deutlich mehr Aufwand in die Zwischengebiete gesteckt haben und dass die Map generell einfach weniger flach ist. Eines der Hauptprobleme bei den normalen 2042 Maps ist für mich immer gewesen, dass man zwischen den Flaggen immer diese riesigen Todeszonen hatte und man gefühlt über die komplette Map schauen konnte. Das ist hier deutlich weniger der Fall, weil halt einfach tatsächlich mal ein paar Berge dazwischen sind und es auch wirklich Wege gibt, die man gehen kann. Auch die Flaggen an sich haben deutlich mehr Features und sind mal ein bisschen mehr als ein paar leere Hallen und bieten dadurch auch interessantere Kämpfe. Was man aber natürlich auch mal wieder sagen muss, ist, dass es außer den Bergen nicht wirklich größeres Cover gibt und sowas wie Bäume der Map ziemlich gut tun würden. Die Flaggenpunkte an sich sind aber zum Glück nicht so weit auseinander wie auf vielen anderen Karten und man kann relativ gut zwischen den Punkten rotieren. Was bei uns im Test zumindest ein weiteres großes Problem war, war das Pacing der Karte. Wir hatten nämlich schon, wie gesagt, das 64-Layout gespielt, aber hatten nur einen halbvollen Server und der Rest waren Bots. Das ist es auch schon normalerweise auf anderen Karten nicht so nice zum Spielen, aber DICE hatte auch noch die glorreiche Idee, einfach das 64er Layout und das 128er Layout einfach genau gleich zu machen. Das heißt dann, dass die Map eigentlich fast immer mit 64 Spielern immer richtig langsam sein wird und halt einfach nicht das vorhergesehene Pacing hat. Im Playtest ist man echt teilweise 5 Minuten rumgelaufen, bis man entweder mal einen Gegner oder gleich das ganze Team getroffen hat und ansonsten ist nicht viel passiert. Von den Fahrzeugen her gibt es in Conquest auch die übliche Auswahl aus 2 Autos, einem Land Transporter, einem leicht gepanzerten Fahrzeug, einem Panzer, einem Transport-Heli, einem Attack-Heli und einem Jet. Von der Deckung gegen Helis mal abgesehen, ging es eigentlich relativ klar mit der Fahrzeugmenge. Wo es aber vielleicht ein bisschen kritisch werden könnte, ist in der 128-Spieler-Version, weil da die Fahrzeuge fast verdoppelt sind. Das wären auf jeden Fall deutlich zu viele Fahrzeuge für so eine relativ kleine Karte und würde ziemlich sicher zu einem kompletten Clusterfuck führen. Für die Jets könnte die Map wahrscheinlich auch nicht allzu nice sein, weil sie einfach relativ schmal ist und es deswegen deutlich schwieriger ist, Anflüge zu machen und auch zu dogfighten. Generell bin ich also nicht so glücklich mit den Fahrzeugen auf der Karte. Meiner Meinung nach wäre die Map eigentlich die perfekte Möglichkeit gewesen, mal eine Karte zu machen, bei der es limitierte oder gar keine Fahrzeuge gibt. Solche Karten gibt es ja wirklich in jedem einzelnen anderen Battlefield-Teil und es fehlt einfach extrem in diesem Spiel. Und bevor es jetzt wieder einige Leute in die Kommentare schreiben, ihr habt 18 Maps in diesem Spiel, die alle mit vollen Fahrzeugen sind. Also wird es doch wohl auch mal drin sein, eine einzige Karte zu machen, die für Infanterie gemacht ist. Es gab wirklich in jedem einzelnen anderen Battlefield-Teil solche Karten und es gehört auch ganz einfach dazu.
Selbst wenn man jetzt keine wirkliche Infanterie-Only-Karte machen will, wäre es schon hundertmal besser, einfach mal Maps zu haben, wo es zum Beispiel nur Panzer gibt oder mal nur einen Scout-Heli und eine Antier oder irgendwas in die Richtung, anstatt immer auf jeder Karte alle Fahrzeuge zu haben. Das bringt einfach mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel und macht die Karten auch viel einzigartiger. Insgesamt fand ich die Karte eigentlich ganz passabel. Sie ist auf jeden Fall im Vergleich mit anderen Battlefield-Teilen jetzt keine Top-Karte, aber sie ist definitiv besser gemacht als die meisten anderen Maps in 2042. Neben der neuen Karte bekommen wir diese Season ja auch noch 4 neue Waffen und die sind alle relativ stark geworden. Das RM68 Sturmgewehr kann man im ersten mit der Scar vergleichen, denn sie hat eine mediumschnelle Feuerrate und macht auch relativ viel Schaden. Sie ist vermutlich nicht die allergrößte Meta-Waffe, aber sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu spielen. Was DICE jetzt genau mit diesem Muzzle oder Buzzer-Device gemeint hat, was sie in der Präsentation erwähnt haben, habe ich immer noch nicht rausgefunden, aber was so besonders am Visier sein soll, ist es ein bisschen klarer. Denn die Waffe hat praktisch permanent an der Seite einen Iron Sight, egal bei welchem Visier. Wirklich Sinn macht es natürlich nur, wenn man jetzt kurze Visiere spielt, weil wenn man es auf kurze Distanzen spielen will, kann man auch einfach natürlich das normale Visier nutzen, aber schade ist auch nicht, dass es da ist. Was aber ein bisschen schadet, ist, dass die Waffe maximal ein 30-mal ziehen hat, was natürlich im Vergleich mit den meisten anderen Waffen ziemlich wenig ist. Die genauen Stats von den Waffen konnte ich mir leider noch nicht anschauen, weil wir eben nur 2 Stunden Zeit hatten und auch nur auf diesem Server spielen konnten, also kommt wie üblich dann, nachdem die Season draußen ist, wieder ein Video, in dem ich alle Waffen genau analysiere, wodurch man dann auch objektiv sagen kann, wie gut sie tatsächlich sind und wie man sie am besten spielen sollte. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr also gerne ein Abo da lassen. Die zweite neue Waffe ist das AC9 SMG und die ist im Prinzip fast genauso wie die K30. Sie hat eine ziemlich hohe Feuerrate und auch einen ganz guten Schaden. DICE meinte auch, dass sie sehr gut auf Distanz sein soll, aber davon habe ich jetzt nicht so viel bemerkt. Die Waffe hat aber auf jeden Fall auch wieder das gleiche Problem wie die RM68, denn sie hat auch nur ein 36 Schuss Magazin, was bedeutet, dass es nicht so viel Sinn macht, die AC9 zu nehmen, wenn man auch einfach eine K30 mit 50 Schuss einpacken könnte. Die möglicherweise beste Waffe in der Season 4 ist aber das RPT-31 LMG. Die hat zwar nur eine 600er Feuerrate, macht aber extrem viel Schaden, auch auf größere Distanzen und hat zumindest für mich auch fast keinen Rückstoß und Streuung. Sie hat auch, soweit ich das gesehen habe, maximal ein 200 Schuss Magazin, also kann man selbst, wenn man nicht direkt trifft, einfach so lange draufhalten, bis die Schüsse irgendwann ankommen. Der einzige Nachteil, den die Waffe hat, und der Hauptgrund, warum ich sie vermutlich dann nicht spielen werde, ist das Problem, das alle LMGs haben, und zwar der Fire Delay. Falls ihr das nicht wusstet, haben ja alle LMGs in diesem Spiel eine kleine Verzögerung zwischen dem Klicken der Feuertaste und dem ersten Schuss. Wenn man es eher aggressiv und offensiv auf kurze Distanzen spielt, so wie ich das eben mache, dann ist es ein ziemlicher Nachteil, weil man oft in dem Fall einfach von anderen Waffen geholt wird, weil man einfach länger braucht, um zu schießen. Wer aber es ein bisschen passiver spielt, könnte die Waffe auf jeden Fall mögen. Und die vierte und letzte neue Waffe ist die Super 500 Shotgun. Die ist tatsächlich die 2040 Version von der Shorty 12G aus BF4. Es ist also eine kurze Shotgun, die man als Zweitwaffe mitnehmen kann. Wie man es auch schon erwarten konnte, ist das Teil auch extrem stark. Auf kurze Distanzen macht sie immer einen One-Shot und auf ein paar Meter braucht man da zwei. Sie hat zwar nur 3 Schuss Magazin und feuert relativ langsam, aber für den Zweck, für den man sowas benutzt, ist sie echt extrem stark. Was so eine Shotgun nämlich optimal macht, ist einen Spieler vor einem pushenden Gegner zu schützen. Sobald der Gegner irgendwie um die Ecke rumläuft, drückt man einfach einmal auf die Maustaste und er ist sofort tot, ohne eine Chance zurückzuschießen. Ich persönlich finde es deswegen absolut nicht gut, dass sie so eine Waffe ins Spiel gebracht haben. Der einzige Grund, warum man sagen kann, dass normale Primär-Shotguns einigermaßen balanced sind, ist, dass man sich darauf beschränken muss, auf kurze Distanzen zu spielen. Wenn man jetzt aber eine Shotgun als Zweitwaffe hat, dann hat man alle Vorteile von einer Shotgun, aber kann gleichzeitig auch auf mittlere und lange Distanzen gut sein. Letzten Endes wird es halt einfach dazu führen, dass man es vergessen kann, um Ecken zu pushen, weil man jedes Mal Gefahr läuft, einfach instant gekillt zu werden. Ich finde es auch generell ziemlich lächerlich, dass sie so eine Waffe mit der Balance reinbringen, nachdem sie erst vor einer Weile mal die PF-51 Pistole so hart genervt haben, dass sie komplett unnutzbar geworden ist, weil sie angeblich zu stark war für eine Sekundärwaffe. Wo wir auch gerade schon mal bei zu starken Waffen sind, schauen wir uns auch gleich mal noch den neuen SBH Explosive Launcher an. Das ist ein neues Gadget und ist im Prinzip ein Granatwerfer, der aber Granaten verschießt, die an Spielern und Objekten kleben bleiben, also so ein bisschen wie die Semtex aus COD. Das war natürlich auch mal wieder eine absolute Glanzidee von DICE, denn die Teile sind so unglaublich overpowered und nervig wie nichts anderes im Game. Sie sind wirklich leicht zu schießen, also großartig vorhalten oder sowas muss man nicht, und wenn man den Gegner damit trifft, dann ist er gestuckt und er kann nichts mehr dagegen machen und stirbt dann nach 1-2 Sekunden. Da kann man jetzt immerhin noch sagen, so, ja, man muss da treffen, aber das Ding ist, dass der SBH auch noch fast so funktioniert wie eine Granate und auch noch einen riesen Radius hat, in dem er Schaden macht. Also muss man nicht mal gut treffen, um einen Kill zu machen. Was natürlich auch noch richtig nice ist, ist, wenn euer Teammate von so einem Teil getroffen wird und dann einfach auf euch zurennt, wodurch ihr dann beide sterbt. Meiner Meinung nach sollten sie das Teil am besten so wie es ist komplett rausnehmen, aber weil es eh nicht passieren wird, sollten sie ihn zumindest so anpassen, dass er einen gestuckten Spieler nicht one-hittet oder dass der Spieler, wenn er gestuckt ist, irgendwie das Teil noch abziehen kann oder sowas in die Richtung zumindest. Das neue Fahrzeug und die neue Spezialistin habe ich beide nur ganz kurz gespielt, weil man bei so einem Event eh schwer sagen kann, wie gut sie tatsächlich sind. Auf mich haben sie eigentlich ganz okay gewirkt, sie sind nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark.
aber muss man dann wie gesagt einfach mal abwarten, wie sie dann in Praxis beim vollen Release sein werden. Insgesamt finde ich die Season 4, zumindest aus dem, was wir bis jetzt gesehen haben, relativ okay. Wir haben ein paar gute Sachen drin, ein paar mittelmäßige und ein paar schlechte. Die Karte würde ich als relativ positiv ansehen, ist halt einfach mal ein bisschen eine bessere Karte als die vorherigen, die wir hatten. Die Waffen sind alle relativ gut, ein paar sind dann auch ein bisschen zu gut, würde ich sagen, aber insgesamt schon noch im Rahmen. Das Gadget ist natürlich ein relativ negatives Ding und das neue Fahrzeug und die neue Spezialistin sind beide einfach okay. Habe ich es nichts dagegen, dass die existieren, aber bringe es auch nicht so viel zum Spiel dazu. Bezüglich der Season 5 hat DICE auch schon ein bisschen was bekannt gegeben und unter anderem dieses Bild gezeigt, was Concept Art von der neuen Map zeigt. Ich finde, das hat auch einen ähnlichen Vibe wie das Gebiet auf Zavod mit den Bahngleisen da und wir wissen ja auch schon, dass die Map kein Remake sein wird, sondern einfach von den BF4 Maps inspiriert sein soll. Was man aber auf jeden Fall auch schon mal sagen kann ist, dass es auf der Karte Bäume geben wird, also ist sie definitiv schon mal die beste Map im Spiel. Was sie sonst noch so zu Season 5 gesagt haben, schauen wir uns dann im nächsten Video genauer an. Und damit war es dann auch mal von mir. Haut gerne eure Meinung zu der neuen Season in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, wenn es euch gefallen hat und die Kamera drin bei den Videos passen wollt, lasst ganz ab da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein.